Ich bin der Philipp, mache bei Ottobock in Wien die Ausbildung zum Mechatroniker. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und dementsprechend schon 2 Jahre dabei. Ich wollte schon immer einen praktischen Beruf ausüben und wenn möglich auch einen Beruf, in dem Elektrotechnik und Mechanik vereint sind. War vorher auf der HTL, das ist die höhere technische Lehranstalt. Und nach 2 Jahren Erfahrung habe ich mich dann aber umentschieden für den praktischen Beruf Mechatroniker, weil man dort halt nur Elektrotechnik oder Maschinenbau einzeln machen konnte. Und Ottobock war halt einfach eine Firma, die mir schon immer gut gefallen hat. Unsere Ausbildung schaut so aus, wir sind das erste Lehrjahr komplett in der Lehrwerkstatt, machen da Feilen, Biegen, Löten, alles einmal durch. Im zweiten Lehrjahr sind wir zum Großteil auf den Maschinen, Fräsmaschine, Drehmaschine und werden dann am Ende des zweiten Lehrjahres in die Abteilungen aufgeteilt, wo wir dann auch die restliche Lehrzeit verbringen werden. Besonders Spaß an der Ausbildung macht mir das Arbeiten an den Maschinen, spezifisch auf der Fräsmaschine. Einfach weil mir so praktische Arbeiten an Maschinen schon immer gefallen haben und man macht dann wirklich aus einem Rohteil irgendetwas, was eine bestimmte Form hat. Und das ist einfach super cool. Unter den Lehrlingen, wir verstehen uns alle super, wir verstehen uns auch privat immer gut, können gut miteinander arbeiten und es ist eigentlich ziemlich familiär bei uns. Also mein Ausbildender ist ein super netter Kerl, man kann mit ihm über sehr viel reden, auch Privates, er macht bei allen Späßen, die wir machen, auch immer gerne mit. Unsere Mittagspausen schauen so aus, also wir gehen natürlich alle mal essen, weil wir alle riesigen Hunger haben, nachdem wir 6 Stunden gearbeitet haben. Und nach dem Essen setzen wir uns entweder alle zusammen in den Pausenraum. Also an Ottobock gibt es nicht konkret eine Sache, die mir besonders gut gefällt, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel die Produkte, die sind Hightech. Man kann nur staunen, wenn man sieht, was die alles können. Und andererseits sind es aber auch die Mitarbeiter, weil alles total familiär in der Firma ist.